MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Massive. Jo, wir sind auf dem Club-Tour-Account und hier soll es dann natürlich auch weitergehen. Und ja, letzter Verein war der SC Freiburg. Und ja, die Jungs, die können wir jetzt vielleicht nochmal schnell anbieten. Einfach mal so. Aber ich glaube, die Coins, die wir jetzt haben, reichen. Weil ich glaube, wir müssen keinen Inform kaufen. Ah, ich müsste die eigentlich mal länger draufstellen. In Deutschland haben wir nämlich, glaube ich, erst 8.35 Uhr gerade. Und ja, ich lasse die einfach mal in 6 Stunden auslaufen. Gut ist die Sache. So. Dich auch nochmal. Na, könnte ich fast abstoßen, den Herrn. Beziehungsweise fast alle. So, du nochmal 550 drauf. Und nach den... Oh. Ja, ich habe Schmied gerade unter Abstoß. Oh, fuck, und den hatte ich auch noch umgestellt, glaube ich. Scheiße. Naja, kack drauf. So. Ach, scheiße, ich bin so schlau. Naja, was willst du mal? So, den können wir nämlich auch abstoßen. Und den hier wahrscheinlich auch. So, und der Bürki, da gucke ich mal kurz nach, ob sich da noch was am Price verändert hat. So, Footbin, schauen wir mal rein. Und da ist der Roman Bürki, 74er Inform. Und er geht für 45. Ah, sogar ein bisschen gestiegen. Habe ich nichts gegen. So, 45, ab mit dir, 12 Stunden. So. Alles klar. Und jetzt geht es nämlich weiter mit dem ersten FC Köln. Ja, da geht es jetzt rund. Und wie schon gesagt, ich glaube, da gibt es keine Informs. Deswegen brauchen wir da nicht allzu viel Kohle für. So, jetzt machen wir hier alles weg. Erste. Ach, machen wir einfach hier FC Köln. FC. Leertaste hier. Köln. Gibt es hier auch die Ö? Ich glaube, Ö darf man nicht nehmen, ne? Gibt's nicht, oder? Special Keys? Ne, darf man nicht nehmen. Okay, dann machen wir erste FC Köln so hier. So, FC Köln. Alles klar, und dann machen wir uns jetzt ran und dann schauen wir mal, was wir da so zusammenkriegen bei den Jungs. ich weiß nicht, ich glaube, die haben zwei Stürmer, die interessant sein könnten. Wir machen erstmal hier hinten so ein bisschen rum. Goalkeeper. Das wäre mal der erste. Da gehen wir jetzt hier in die Bundesliga. Und dann... Ach, da ist gleich der erste FC Köln. Achso, Konzeptspieler natürlich. Ja, da hätten wir einen Horn, einen Kessler, einen Schuhen und einen Mesenmöller. Höhler. Und dann nehmen wir natürlich einen Horn, würde ich sagen. Der ist am besten bewertet, hat auch die besten Werte. 6-4 groß. Passt. Nehmen wir mit. 4 Sterne Weak Foot sogar, der Junge. So, weiter geht's in der Innenverteidigung. Schauen wir mal, was wir da so aufbauen werden. Ja, Kallas, der sieht natürlich biestig aus. Letztes Jahr noch Rechtsverteidiger bei Chelsea. Und jetzt ist er bei Köln Innenverteidiger. Den müssen wir eigentlich nehmen. Der hat echt biestige Werte. Also jetzt nicht nur wegen seinem Pace, sondern auch 75 Defense, 75 Physics. Ja, der muss da rein. So, der nächste wäre... Maro gibt es natürlich. Ich glaube, hier würde ich dann eher auf den Wimmer ziehen. Vor allem natürlich auch wegen dem Pace. Maro ist auch noch kleiner. Und der Wimmer hat Medium, Medium. Was hat denn der Kallas? Hat der noch Medium High? Nee, er hat jetzt auch Medium, Medium. Okay. Ich würde sagen, das machen wir so hier. Mit dem Wimmer und mit dem Kallas. So, dann gucken wir jetzt mal Linksverteidiger. Ja, da gibt es nämlich zwei zur Auswahl. Der Svento, der ist zwar paceiger, aber der hat total fuckige Defense- und Physics-Werte. Der Hector, allein schon wegen seinem Namen müsste man ihn eigentlich nehmen. Und Medium-Medium-Workrates hat der Hector, sehe ich gerade. Ja, ich glaube, der Hector, den stellen wir uns mal hier schön hin. Ne? Sieht doch ganz nice aus. So, Linksverteidiger, Rechtsverteidiger, gucken wir auch nochmal. Da gibt es einen Bretschko und einen Olkowski. Hier wiederum, glaube ich, werde ich den Paceigeren nehmen. Der Pretschko hätte aber auch eigentlich Medium-Medium. Olkowski. High-Medium und der ist auch noch echt groß. Ne, ohne Scheiß. Eigentlich will ich ihn gerne. Geile Physics. Ich meine, der hat natürlich weniger Defense. Klar, keine Frage.
Ich glaube, da nehme ich einen Olkowski. Vielleicht holen wir uns einen Bretschko auch noch dazu. Und ja, ich weiß, ich habe wahrscheinlich, wenn das, wenn der Bilder rauskommt, ist wahrscheinlich das Team schon gebaut. Müssen wir mal gucken, ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Der ist aber, ja, der ist sogar noch Silber. So, und jetzt gucken wir mal Mittelfeldspieler im Allgemeinen, was wir uns da so ins Team holen könnten. Das ist halt das Problem. Ich müsste hier eigentlich mit Wingern spielen. Ehrlich gesagt. Ich müsste hier eigentlich mit Wingern spielen. Der Bröker. Den müsste man... dann kann ich aber nicht... Doch, nee, könnte ich nicht. Dann könnte ich nämlich einen Stürmer weniger spielen, wenn ich mit Wingern spiele. Eigentlich bräuchte ich was anderes. Ich bräuchte ein 4-1-2-1-2, glaube ich. Ja. Ich wollte es zwar eigentlich nicht machen, aber hier brauche ich wieder eine andere Formation, nicht eine von meinen Lieblingsformationen. Das passt nämlich einfach besser. Dann können wir nämlich hier vorne die Stürmer nehmen, die ich will. Und linkes Mittelfeld zum Beispiel haben wir nämlich hier einen Halfa, einen Peschko und einen Bröker. Bröker, High, Medium und echt groß, der Junge. Nicht mehr der allerbasicste, aber geht noch klar. Medium, Medium. Und der Halfa, High, Medium. Also ich würde fast sagen, so ein bisschen der alten Zeiten wegen Bröker. Ich weiß es nicht. So, guck mal auf die Werte. Die haben alle eigentlich relativ schlechte Werte, aber der Bröker, der kann echt noch am besten schießen. 80er Physics. Ja, komm mal, Bröker rein hier. Wir können ja nochmal gucken, ob es da vielleicht irgendwie noch einen linken Winger gibt oder so. Erstmal linker Flügel. Nee. Und LW. Ja, hier gibt es noch Quetto. Chito, Chito. Da Lukas. Nee, der sieht aber auch nicht besser aus. Deswegen nehmen wir Bröker, Junge. Bröker ist eh ein heftiges Tier da vorne. Risse, ich würde mal sagen, der ist relativ klar, weil der sieht auch echt gut aus. Der kann schießen, hat noch ganz gute Physics, 87er Pace natürlich dazu noch, 68er Passwert. Der muss da rein, der kommt da rein. So, ZDM, ich glaube, da haben sie einige. Ja, drei Stück sogar. So, da hätten wir Lehmann, ich gucke erstmal auf die Workrates nur. Die haben alle Medium, Medium oder was? Boah, alle Medium, Medium. Aber ich würde sagen, der Vogt am ehesten, weil der ist noch riesengroß. Genau. Der Vogt, der ist nämlich noch echt riesig. Und hat auch die besten Defense-Werte. Und ist sogar noch der schnellste, sehe ich gerade. Ja, ich würde sagen, hier muss eigentlich der Vogt rein. Und ich glaube, ZOM haben sie keinen. Ja, haben sie echt nicht. Ach! Nee. Müssen wir mal ZM gucken. Na gut, der würde mir da jetzt ehrlich gesagt nicht so gut gefallen. Dann gucken wir mal eher in die obere Region. Mittelstürmer haben sie leider keinen. Und Stürmer... Na, da haben sie ein paar mehr. Das ist gut. Also Helmes kommt auf jeden Fall nach vorne rein. Ich denke mal, das war euch schon klar. Und dazu wollte ich nämlich eigentlich Uca noch da vorne reinstellen. Aber wen haben sie denn... Ich mache jetzt einfach mal ganz kurz einen Helmes da hinten rein. Der würde mit dem 63er Passwert jetzt auch nicht unbedingt reinpassen, aber... So, jetzt würde es hier noch Osako, Zoller und Finne geben. Ich würde sagen, wir packen den Zoller. Ja, Pace for the win. Machen wir ins ZOM rein. Ich meine, der kann zwar nicht passen, oder wir machen Helmes ins ZOM. Der würde natürlich mit seinem Passwert noch ein bisschen besser reinpassen. Medium, Low. Medium, Medium. Nee, ich mache Helmes vorne rein. Helmes muss nach vorne. Uca auch High Medium. Ist ein Rechtsfuß. Der Helmes ist auch rechts. Hat aber auch 4 Sterne Weak Foot. Das geht klar. Der Zoller. Ja, komm. Machen wir einen Zoller hier ins ZOM rein, würde ich sagen. Jetzt können wir ja nochmal ganz kurz durchgucken, was der erste FC Köln denn noch so für Spieler rumpimmeln hat. Aber ich glaube, wir haben uns schon so die High Class rausgeholt. Halfa ist natürlich noch so einer, wie gesagt, den könnte man für Bröker reinstellen. Der ist natürlich nochmal besser bewertet und ist Silber. Aber wir können ja mal die beiden vergleichen.
Obwohl der fast, der, oder der hat 10 Punkte mehr overall, aber der Bröker ist überall besser. Außer im Pass und im Dribbling. Da ist der Halfa besser. Weak Foot nur 2 Sterne beim Halfa. Okay, gut, dann beim Bröker Skill Moves und Weak Foot 2 Sterne. Ach, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Kann's euch nicht sagen. 33er Defense. 37er Defense. Ach komm, ich lasse einen Bröker da stehen. Einfach just for the Lulz. So, und jetzt gucken wir hier nochmal, ob wir da noch irgendwas finden. So, da hätten wir hier noch Maro. Okay, Innenverteidigung hatten wir aber. Die ZDMs haben wir uns auch angeguckt. Die Stürmer haben wir uns auch angeguckt. Ich will jetzt gerade vor allem gucken, damit wir da keinen vergessen haben. Aber ich glaube, das passt alles so. Svento, Finne, der Golobart, Schuhen, Klüte und der Mesenhöhler. Ne, ich würde sagen, da haben wir schon so die Top-Spieler vom Kölle, haben wir da schon reingebracht. Ja. Und die müssen wir jetzt natürlich noch kaufen, ne? Ich würde sagen, bei so Spielern können wir vielleicht direkt auf dem Transfermarkt suchen. Wenn die nichts kosten, dann schnappe ich mir die einfach direkt. Okay, jetzt hier bei Silberspielern ist natürlich immer die Frage. 1-2. Ich glaube, so 1-2 ist eigentlich in Ordnung für ihn. Aber wie viel es auch davon gibt. Eigentlich gibt es bei... sorry. Silberspieler nicht so viele. Ich nehme jetzt hier einfach den für 1-2 mit. Oder wir sind gleich am Ende, glaube ich. 1-2. Ja, 1-2 scheint, glaube ich, sein günstigster zu sein. Aber es gibt so viele von ihm. Krasse Sache auf jeden Fall. Ja, 1-2 ist der günstigste. Okay, ja, jetzt gehe ich wieder zurück. So. Nochmal, jetzt müsste er kommen, oder? Ne, noch nicht. Jetzt, ja, da sind 2 Stück. So, dann nehmen wir den für mit 4,99 mit. So, ein Horn hätten wir. Ja. So, Horn hätten wir. Kaufen wir uns den nächsten. Ein Wimmer. Okay, der ist non-rare. Das heißt, es dürfte auch jetzt nicht so das Problem sein, den zu kaufen. So, 350 hatten wir schon gesehen. 450, glaube ich. Ja, ist der frisch? Ist nicht frisch, aber nehmen wir mit. Ich glaube, jetzt habe ich geboten. So, Sofortkauf mitgenommen, Wimmer. Alles klar, hätten wir unseren ersten Innenverteidiger auch. Nächster Innenverteidiger, der könnte ein bisschen teurer sein, der Kalas. Ja, zeig mal her. So, boah, kostet auch nichts. 1-1, 850. 850, 800. Na komm, push dich hier. Push dich. Dauert alles eine halbe Stunde hier. Ich glaube, ich nehme jetzt einfach den nächsten für 800 einfach mit. Ich glaube, Internet läuft irgendwie nicht so tutti heute. Ja, ich sehe es hier schon. Ob es jetzt an mir liegt, weiß ich nicht, aber es läuft auf jeden Fall nicht so pralle. Ich nehme jetzt hier einfach einen für 800 mit. Da hatten wir ja einen gesehen. Wird schon passen. Ich könnte jetzt hier eigentlich noch auf Footbin gehen und könnte ganz schnell die Preise dann immer nochmal checken. Footbin. Ich glaube, ich muss eh nochmal aus FIFA raus, weil... Ne, jetzt geht's wieder. So, Kalas. Da ist der Thomas. Der kostet 500. Okay, dann sollen wir vielleicht doch nochmal nach 500 gucken. Oh, aber wenn das so lange dauert hier. Meine Güte. Ich denke mal, auf dem normalen Transfermarkt geht es auch nicht schneller, oder? Könnte ich natürlich testen. Ach komm, ich mach's mal auf dem normalen Transfermarkt, wie wir es sonst immer machen. So, dann kann ich nämlich hier auch einfach Colors machen. So, und dann kann ich hier 500 machen. Dann ist das, glaube ich, angenehmer. So, haben wir 2 Stück, nehmen wir den mit. So, Colors haben wir. Doch, das ist doch schöner hier. So, wen wollten wir links nehmen? Ich habe schon wieder vergessen. Ich glaube, ich kaufe vorne erst noch mal ein paar, die mir jetzt gerade einfallen. Helmes zum Beispiel. So, da ist er, Patrick. Kriegen wir einen für 350? Nee, 400? Yep. So, Patrick, nehmen wir uns natürlich den frischen mit. So, Helmes. Der ist auch irgendwie, ich weiß nicht. Alter,
Könnt ihr euch noch an die Zeit erinnern, wo er bei Wolfsburg einen nach dem anderen reingebombt hat? Und dann hatte er ein bisschen Probleme mit dem Trainer. Also der Helmes ist eigentlich echt ein guter Spieler, aber irgendwie hat er noch nicht so richtig den Verein gefunden bisher, ja, wo er wirklich immer gespielt hat. Und ja, ich weiß nicht, ich finde den echt ganz gut. Fußballmäßig jetzt natürlich. So, Uca. Gut, der wird wahrscheinlich ein bisschen mehr kosten, ne? Ne? 300? Okay. Habe ich auch nichts gegen. Guck mal, 250. Ne? 300? Yep. Uca. So, haben wir hier einen frischen? Haben wir natürlich. Nehmen wir uns mit. So, irgendwie Spacken hämmert da jetzt gerade rum. Ich hoffe, ihr hört das nicht. So, Uca hätten wir. Der nächste wäre da Vogt. Der fällt mir gerade noch ein. Vogt. Jo, da ist er. Ich weiß gar nicht, der war aus Silber, ne? Sind fast alle Silber, oder? Helm ist nicht. Ich weiß es gar nicht genau. Aber der kostet ja anscheinend auch ein bisschen mehr. So, da haben wir jetzt einen. Den nehmen wir auch mit für 900. So, Vogt. Und jetzt muss ich mal ein bisschen gucken. Ne, Risse fällt mir jetzt auch noch gerade ein. Den wollen wir auch haben. Ja, so. Risse. Gucken wir mal. Kriegen wir sogar. Sogar noch um einiges günstiger. 500? Ne, 550 gab's aber. Und da gibt's alle für 550 anscheinend. Okay, Risse für 550 hier. So. Und links, genau, da war's der Bröker. Den haben wir natürlich auch noch im Kopf. So. Alles weg hier. Bröker. 63er war's. Ah, doch, ich kriege noch gerade so einen Tommy. Gerade so kriegen wir noch rein. Gucken wir mal. Finden wir noch keinen. 600? Nein. Alter, das Gekloppe geht mir auf den Sack. Ich kloppe dir gleich mal eine da draußen. So, Bröker. 7,99 nehmen wir mit. Ich mach mal ganz kurz. Halt mal kurz die Fresse. Ich will mal gucken, ob das in der Aufnahme drin ist. Ja, ich glaube schon. Jetzt gerade hat er aber aufgehört zu kloppen. So, Bröker nehmen wir mit. Und jetzt müssen wir mal kurz nachschauen, wen wir da noch nicht haben. Dup, dup, dup. Ich glaube, im Tor wollten wir noch ein Horn haben, ne? Ich glaube schon. So, Horn. Ich glaube, der war beim Taui, ne? Ach nee, den habe ich geholt, ne? Ja, gut, alles klar. So, wir haben jetzt noch keinen ZOM, den brauchen wir noch, und die Außenverteidiger. Also wir brauchen Zoller, Hector und, Zoller, Hector und Olkowski oder so. Erstmal Zoller und Hector. Zoller. So. Na? Ja. Ja, nehmen wir mit. So, Zoller und jetzt noch ein Hector. Komm mit, Schätzchen. Hector und Olkowski war es, ne? Olkowski, aber erstmal Hector. Hector. Was war denn der? Ja, das war er. Der Jonas Hector. So. 400. Ah, 3,50 vielleicht. Joa. So, 7,99 nehmen wir uns einen mit. Und dann Olkowski oder sowas, ne? Ja, das ist der einzige, der mir nicht so unbedingt ein Begriff ist. Muss ich ganz ehrlich sein. So, das hier nochmal alles weg. Und dann machen wir jetzt hier nochmal Olkowski. Olkowski. Ist richtig, oder? Ich glaube schon. Ja, der ist paysig, der kostet natürlich was. Ist logisch. Der kostet sogar ein bisschen mehr. Alle keinen Vertrag mehr. Da leck mir die Eier. Gibt's doch nicht. Ja, da gibt's jetzt aber dann ganz viele. Dann nehmen wir uns den hier mit. Und gut ist die Sache. Olkowski ist anscheinend geprice-fixed. Sieht mir stark danach aus. Komm mit. So. Dann hätten wir das Team, glaube ich, fertig vom ersten FC Köln. Finde ich eigentlich ganz sexy. Könnte sich gut spielen lassen. Hier mit dem Horn.
Dazu noch Callas und Wimmer in der IV. Rechts Olkowski, links der Hector, der Vogt im ZDM. ZOM mit dem Zoller, links der Bröker, rechts der Risse und im Sturm Uca und Helmes. Ja, Zoller, dem müssen wir natürlich noch eine Umstellung geben. Habe ich aber natürlich nicht. Ich brauche STMS. So, das werden wir jetzt nochmal kaufen. STMS. Da natürlich. So, haben wir hier. Ich weiß nicht, was das kostet, aber so viel dürfte es jetzt eigentlich nicht kosten, glaube ich. Oder? 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 Anscheinend doch. Ist anscheinend gestiegen hier. Ja, 950 hier ist gut. Nehmen wir mit hier. STCF brauchen wir halt einfach. So, und das geben wir jetzt nochmal am Zoller und dann sind wir eigentlich fertig. Na, außer Trikots noch, das müssen wir noch machen. So, Zoller als Mittelstürmer bzw. ZOM. Und ja, jetzt eigentlich nur noch Trikots. So, Club-Items, machen wir das auch nochmal weg. Machen wir Kids. Qualität, machen wir Annie. Ich weiß nicht, was die für eine Qualität haben von Köln. Köln und jetzt noch 200. Und dann nehmen wir uns mit das dritte, nein. Das klassische auch nicht. Away. So, das hätten wir dann schon mal. So, auswärts Trikot. Machen wir hier rein. Bob. Und jetzt noch das Heimtrikot. Das finden wir bestimmt auch noch irgendwo. Oder das kostet mehr. Heim. Ah, hier, Home. Da haben wir es. So, dann hätten wir die Trikots auch. Und dann wurde vorgeschlagen, weil ich nicht immer die Wappen auch ändern wollte, noch dazu. Könnte man natürlich, aber naja, ob das jetzt so sein muss. Dass ich einfach das Deutschlandwappen als Hauptwappen benutze, weil das passt ja gerade, weil wir gerade die deutsche Bundesliga als Clubtour machen. Und danach zum Beispiel, wenn man England Premier League machen würde, mache ich die englische Fahne oben als Wappen, beziehungsweise das englische Logo. Und ja, ich finde, das ist eine sehr gute Idee und deswegen machen wir das auch. Und jetzt muss man hier dann, glaube ich, auf international... Schon lange kein Wappen mehr von Deutschland gekauft. So, und jetzt Germani. Germany. Was kostest du? Ach, kostet ja auch nichts mehr. Am Anfang war es teuer, aber jetzt anscheinend 2,50. Hier können wir mitnehmen. Alles klar. So, dann passt da die ganze Chose. Dann hätten wir unser Team, wir hätten die Trikots. Und das Team wäre bereit für seinen ersten Sieg natürlich. Da vorne, da der Patrick hier und der Anthony. Die müssen ja da vorne rocken. Ist doch der Anthony, ne? Ja, gut. So, alle volle Chemie, alle Zähne hier, so wie es sein muss. Sehr schön. Machen wir uns hier nochmal hier irgendeinen Pico auf der Bank. So, und Kanas. Heftiger Kerl. Der Schuster, der muss noch ein bisschen bei uns rumpimmeln. Oder haben wir eine Verletztenkarte? Dann kann ich den auch gleich noch wegmachen. Aber nicht die richtige. Ne, da muss er noch ein bisschen pimmeln, dann kann ich den auch noch verkaufen. Und ja, mit dem ersten FC Kölle geht's dann das nächste Mal weiter. Hier hat sich schon was verkauft bei uns, sehe ich gerade. So, okay, der Schmied ist klar, weil er unter Abschlusspreis verkauft wurde von mir. Und das war noch Rüdiger und so. Alles klar, ich würde mal sagen, das wäre es gewesen. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Schreibt was in die Kommentare und kommt beim Forum vorbei. Link ist in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Massive. Macht's gut, ciao.